nächsten Saison eine Verhandlungsbasis gäbe. Weil der Pfaffinger jetzt zu McLaren wird nicht funktionieren, müsste ich ja nochmal einer suchen. Das geht ja nicht. Darüber hinaus, Nico, Achtung, trennt sich Ron Dennis mit sofortiger Wirkung von Honda und erhält BMW-Motoren. Und zwar ab dieser Saison bereits schon. Und des Weiteren ist eine Ablösesumme von knapp 17 Millionen gezahlt worden von BMW an McLaren. Nico, jetzt deine Einschätzung, was jetzt hier gerade passiert ist, das ist doch jetzt überschlagende Ereignisse. McLaren wird Ende der Woche oder respektive in den nächsten Tagen den Ersatzpiloten von Bergmann bekannt geben. Nico, wie schätzen du das ein? Ja, wenn es nach meiner Einschätzung geht, wie es sein müsste, dann müsste leistungstechnisch der Motor natürlich dann ein bisschen runtergeschraubt werden bei McLaren, weil ja der BMW jetzt nicht ganz so vom Speed her ist wie jetzt der Honda-Motor, weil jetzt das Zandvoort-Rennen nimmt, das Testrennen. Und ja, wie es wird, werden wir sehen. Das kann ich jetzt nicht verraten, weil ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß über den Formel-1-Motor vom BMW gar nichts. Also gesagt, ich hab nur gehört, Bergmann hat, oder man hat sich drüber geeinigt, es solle aber 50 PS mehr geben. Also man will McLaren noch auf dem Niveau der ersten vier behalten. Aber das heißt, McLaren wird aber nicht mehr ganz, also die Performance-Date werde sich ändern. McLaren wird also nicht mehr mit den ersten vier, das heißt, die werden ein bisschen schwächer sein jetzt. Das heißt, kann man auch fast schon sagen, herzlichen Glückwunsch, freie Bahn für Matze Schweizer jetzt mit dieser Entscheidung. Denn ich glaube, jetzt kann ich nur noch Renault stoppen um den Weltmeistertitel, weil McLaren wird es nicht können. Das muss man auch mal sagen. Es wird nochmal eine Testwoche geben, Nico. Ich glaube, das hat Coca-Cola fortig informiert, dass es nochmal eine Testwoche gibt vor dem Rennen. Am Mittwoch geht es ja für alle von Zagreb nach Bathurst. Du bist informiert worden, dass es nochmal Testfahrte geben wird, wegen diesen neuen Änderungen? Ja. Ist mir bekannt. Ist dir bekannt. Nico, findest du es jetzt schlecht oder gut? Weil die Saison hat noch nicht angefangen. Ich meine, noch ist es möglich, aber das ist doch schon Transferhammer, oder? Hättest du es jetzt gedacht, dass der Rocky das wirklich macht, dass er jetzt sagt, ja, ich mach's? Oder weiß der Rocky vielleicht schon etwas mehr über BMW, als man denkt? Man weiß ja nicht, vielleicht weiß der ja mehr, was drin steckt. Weil der wechselt ja nicht aus Dummheit dahin, denke ich mal. Meiner Meinung nach muss jetzt einfach McLaren den Wagen komplett umbauen, weil der BMW-Motor ist ein anderer Motor als der Honda-Motor. Das heißt, sie müssen die komplette Heckpart des Fahrzeugs anders gestalten, was wiederum dann bei mir meiner Meinung nach der Fall ist, was logisch ist, dass sie dann von Performance am Anfang nicht ganz gut dabei sein werden. Während der Saison würde es mich nicht wundern, wenn sie wieder aufholen, aber ja, an sich bleibe ich jetzt mal dabei, logischerweise müsste das Auto umbauen komplett auf einen neuen Motor, wenn es so kurzfristig ist. Das ist ja ein Transferhammer, muss man wirklich sagen. Und ja, das könnte interessant werden. Also ich glaube, die Saison wird versprechen, Novin, wir sind uns einig, dass es jetzt aber nur noch drei Teams sein werden, die auf gleicher Höhe sind. Das heißt, eine Meldung, Johannes war beim Arzt noch nicht, wurde schon gefragt, warum er ersetzt wird. Da kannst du kurz erklären, Michael, der Johannes ist gerade am Schreiben. Das hat BMW vorgenommen, diese Ersetzung. BMW hat nämlich offiziell bekannt gegeben, dass sie wegen der massiven Handverletzungen, ich meine, nach dem Macau-Rennen aufgetreten, in Long Beach aufgebrochen, auch hier an dem Rennen heute wieder, hat es eine Entscheidung von BMW zu sagen, nein, Johannes kann die Formel 1 nicht fahren, das ist zu viel Belastung. Johannes kann aber, der Vertrag bleibt bestehen und Johannes wird aber erst ab Saison 5 dann das BMW-Cockpit habe dürfe, an der Seite von Rocky Bergmann dann wahrscheinlich. Aber in der STM, man versucht jetzt alles, dass Johannes sich voll und ganz dann auf die STM konzentrieren soll dieses Jahr. Und das ist einfach eine Gesundheitsmaßnahme, weil du weißt ja, wenn das nicht richtig verheilt, kann auch mal so eine Karriere ganz schnell kaputt sein, bevor sie angefangen hat. Das ist einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme. BMW hat darauf reagiert. Und das ist jetzt nicht gegen den Johannes, sondern das ist einfach, der Johannes bleibt bei BMW unter Vertrag, wird aber nur die STM fahren.
Und auch die Stocker World Challenge, soweit es möglich ist. Alles andere nicht. Und in Saison 5 soll Johannes dann genesen wieder in die Formel 1 kommen. Dann allerdings wohl mit Bergmann als Teamkollege. Ja, genau. Und BMW hat ja noch einen Leistungsschub ja noch dazu bekommen. Das darf man auch noch anmerken, Michael. Ja, aber Nico hat voll und ganz recht, wenn er sagt, das Auto wird bei McLaren umgebaut. Ich werde morgen oder übermorgen werde ich wohl Tests machen, wird es Tests geben. Und ich kann jetzt schon mal sagen, das wird für McLaren dann natürlich, können sie den WM-Titel Saison 4 dann erstmal abschreiben. Aber in Saison 5 sollte das dann greifen, das Paket. Das heißt, ich denke, der Matze Schweizer, wenn er das hört, wird sich erstmal ins Fäuste lachen. Freie Bahn für Schweizer, glaube ich. Wer soll ihn jetzt stoppen? Können nur noch vier Renault-Piloten ihn stoppen. Also es wird nochmal Anpassungen geben. Wie die aussehen werden, wird man dann morgen erfahren. Der Transfer soll offiziell morgen in München vorgestellt werden. Ja, So, Nobin, und Johannes, ich wie habe jetzt noch eine abschließende Meldung von der Rennleitung. Man hat sich jetzt nochmal zusammengesetzt, Novien. ja. Und es ist jetzt entschieden worden, dass das Rennen doch nicht ab Runde 30, sondern das Rennen wird tatsächlich jetzt so gewertet, wie es jetzt endlich fertig gelaufen ist. Das ist jetzt Alex Huben ist der Sieger vor Jake Na, Eberhofer und also. Matze Schweizer. Also das hat man jetzt nochmal entschieden. Das war zuerst geplant, Runde 30. Jetzt hat man entschieden, Novien, das Rennen wird vollständig gewertet. Und das bedeutet, die, wo ab Platz 7 ausgeschieden sind, bekommen Punkte. Das heißt, Johannes Mehles wird Siebter, Martin Hardenacke wird Achter, Neunter Civitan Chatragama und Niklas Luger bekommt den 10. Platz zugesprochen. Alex Huben gewinnt vor Jake Eberhofer, Matze Schweizer, Tanja Chirac und Patrice Chirac und Kenny. Das Ergebnis wird so gewertet, wie es jetzt hier ist. Es bleibt dabei. Nico hat schon befürwortet, ja, das Rennen muss so gewertet werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Weil, was kann man dafür, wenn BMW der Tank besser hinkriegt, gell, Nico? Und Ja. Cheffi das nicht. Und übrigens, die Proteste von Cheffi und von Citroën sind abgelehnt worden. Es wurde gerade eine intensive technische Abnahme bei BMW vollzogen und es wurden keine Zusatztanks gefunden, also haltlos abgeschmettert worden. Der Nico lacht nur noch. Der findet es Tja. jetzt nur noch peinlich, was Chevrolet da jetzt abgezogen hat mit dem Eigentlich. Protest. Nico, der Alex Huben erwägt ja einen Wechsel. Das Cockpit wäre ja dann für dich eine Möglichkeit, oder? Ist mir egal. Fakt ist, ich bin am Ende der Saison weg von Chevy. Ja, Das ist das so ist klar wie jetzt Kloß. schon sicher. Es wird jetzt die Siegerehrung vorbereitet mit Alex Huben vor Jake Eberhofer und Matze Schweizer. Das ist jetzt so, wie es jetzt ist. Ja, der Matze bekommt jetzt unverhofft das dritte Podium. Ich glaube, dem griff die wenigste Schuld, oder? Der Matze, außer dass er jetzt mit einem breiten Grinsen auf dem Podium stehen wird und denken wird, yes, der Bergmann kann nicht mehr Weltmeister werden. Das ist vielleicht die einzige gute Nachricht, die er jetzt hat. Allerdings könnte jetzt der Christian Schwald Weltmeister werden oder Gilbert Grün. Das ist natürlich auch, aber Bergmann wird es definitiv nicht. Dafür ist der BMW nicht gut genug. Das wissen wir, aber ich denke, Top 10 sollte drin sein. Nico lacht jetzt schon, weil er sich das Gesicht vom Schweizer vorstellen kann über den Wechsel von Rocky Bergmann. Ja, Nico, das muss man auch erstmal hinbekommen. Das ist Wir haben ungefähr so, heute. als wenn Alonso zu McLaren geht. Das war dasselbe. Also, wir haben hier wieder eine Ich neue habe noch Geschichte. eine Konfusion. Also angeblich ist Steffen dagegen, dass Rocky kommt. Und da ist jetzt richtig konfus. Aber wir kümmern erstmal das nachher. Und Steffen Ah ist ja, gerade richtig. okay. Ich bin gerade am Überlege, warum jetzt mein Stream gerade nur noch 9 Minuten hat. Ich will jetzt gerade mal gucken, der hat jetzt das hier abgebrochen. Oh. Also das Rennen doch Alter. nicht gewertet. Da müssen wir es nochmal fahren. Nee, aber die Datei wird angezeigt. In voller Länge? Ja. 1 Stunde 58,4. Irgendwie bin ich auf eine Taste Fast. gekommen, vielleicht. Ich bin vielleicht auch auf eine Taste gekommen. Das kann natürlich auch passieren.
Denn vorhin habe ich mich auch gewundert, warum plötzlich das Spiel nicht mehr gezeigt wurde und ein schwarzer Bildschirm. Jetzt ist mir das klar. Irgendwo bin ich auf eine Taste gekommen. Sei es drum. Jetzt haben wir die Siegerehrung dann doch als Extra-Teil. Ach, dann muss ich halt zwei Teile hochladen. Ja, Ah das, ja. dann lade ich das doch als Nachberichterstattung gleich hoch. Ja, das ist ja jetzt auch wurscht. Wie gesagt, ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass das so ist. Das Rennen wird natürlich gewertet. Ja, Ja. was vielleicht manche auch. Ja. Ja, Nico, ne, du warst zuerst. Okay. eine ganze Saisonvorbereitung im letzten Jahr noch, Ende letzten Jahres auf die GP2 wurde ich häufig gefragt, ja, wie in den Medien heißt es immer nur mehrjähriger Vertrag bei Coca-Cola Racing und jetzt darf ich darf es heute offiziell sagen, wie lange die Dauer genau ist. Und zwar ist mein Vertrag bei Coca-Cola Racing Ford auf 2 Jahre datiert, mit Option auf ein drittes Jahr. Oh, also mehrjährig höre, vorhin die Leute jetzt 4 oder 5 Jahre spekuliert. Das wurde auch in den Medien oft Ja, wir sind nicht beim geschrieben. Fußball. Wir sind im Motorsport, nicht beim Fußball. Na gut, aber das Und ist ja mit den Verträgen dasselbe, ob Motorsport oder Fußball. genau, wobei ich da auch sagen muss, es kann nicht sein, dass ich dann 3 Jahre hinterher fahre. Ich muss da wirklich auch immer gucken, dass ich da mal, sehr, klar, ich muss selber Leistung bringen und ich muss dann aber auch schauen, dass ich nach vorne komme. Ich werd Coca-Cola Racing helfen, ich werde auch gerne bei Ford im Werk helfen, da den Motor auf Vordermann zu bringen, um uns da möglichst schnell auf ein gutes Niveau zu bringen, um auch mal die Podiumsplätze anzugreifen. Und ja, wir werden sehen, wie jetzt die erste Saison verläuft. Wir wollen jetzt auf jeden Fall ein paar Punkte holen. Das ist klar, wir werden weiterarbeiten und vielleicht schon bis zum Ende der Saison regelmäßiger Weise die Punkte einzufahren. Also Top-10-Platzierung ist am Ende der Saison das Ziel und auch offiziell vom Team aus. Und ja, wir wollen uns stetig steigern und in der nächsten Saison dann noch mehr nach vorne kommen. Also es soll schon was, es sollen Erfolge kommen und ja, die versuchen wir auch zu holen. Und dementsprechend erstmal 2 Jahre mit Option. Nach 2 Jahren schauen wir, wo wir stehen und dann gucken wir weiter. Das finde ich eine wahre Entscheidung. So, und jetzt wird's auch nochmal offiziell eingeblendet, das Rennergebnis. Und dann sind die Fahrer schon bereits oben auf der Siegertribüne. Alex Huben gewinnt vor Jake Eberhofer, nachdem man fast eine ganze Stunde lang jetzt diskutiert hat darüber. Matze Schweizer 3 vor Tanja Chirac, Patrice Chirac, dann Kenny auf der 6. Johannes Mehles wird 7., bekommt die Punkte, genauso wie Hardenacke 8. Schadrackermann 9 und Niklas Luger 10. Und ab Platz 11 werden alle dann gewertet. Also Ausfälle gibt es erst ab Mario Reichelt, also als 11. gewertet. Die sind nicht ausgefallen. 11. Imamovic, 12. Lamy, 13. Fuchsi, 14. Birgit Keuser, 15. Noven Amani, 16. Boris Levitsch, was überhaupt nicht dem entspricht, was wir gesehen haben. Und ausgefallen wird dann gewertet Mario Reichelt, Nico Cevicki, Michael Fiebiger, Valvoric Joker und Michael Beisler. Die sind DNF offiziell. Also bis Boris Levitsch Platz 16 werden alle gewertet. Ja, Nico ist dann zufrieden. Dann wird es jetzt auch so gewertet, wie es ins Ziel gekommen ist, was natürlich seine Geschichte beeinträchtigt, gell? Aber Bitte? gut, so, was natürlich klar ist, dass das dich bewegt, jetzt Cheffi zu verlassen. Ich bin immer noch ein bisschen ratlos, warum vorhin der Stream abgebrochen ist. Aber egal. Die Fahrer sind jetzt auf dem Podest, Novien, nachdem man 5 Stunden verhandelt hat. Also bestimmte Dreiviertelstunde hat es jetzt gedauert. Und 3 Transfer haben wir noch dazu. Es wird morgen eine Sondersendung geben. Ich hoffe, das klappt, Novien. Grand Prix 2 Sondersendung. Wir werden in Bathurst eine kurze Testfahrt uns anschauen, Novien. Ich Also sag wir dir aber beiden morgen. die Uhrzeit dann morgen, ja, Alles wie klar, das ist. Michael. Es wird auf jeden Fall bei Beisler Motorsport jetzt eine Sondersendung geben zum Thema Grand Prix 2. Bergmann wird in. Also kurz gesagt, Grand Prix 2 Special, so Genau. ungefähr. Ja, müsse ja die Änderungen nachreichen, weil das Line-up stimmt ja jetzt nicht mehr, was wir gezeigt haben.
und die Performance-Daten natürlich dann auch nicht mehr, sprich McLaren. Und wir werden ein Special machen, es wird dann morgen gezeigt. Ich schaue mal, wie das dann aussieht. Da werdet ihr informiert und da werden wir anschauen. Bergmann soll nämlich morgen Mittag in München in der BMW-Welt dann vorgestellt werden. So, die Fahrer sind jetzt auf dem Podest. Es gibt nur die deutsche Hymne wegen Fahrer und Hersteller. Und Nico, die ist wenigstens auch kurz, die deutsche Hymne, gell? Nee, wie die argentinische. Nächstes Mal brechen wir die einfach in der Mitte ab. Ich habe ja nicht gewusst, nimm dass... Nimm das nächste Mal die kurze Version. Gib ich habe nur, hab nur die eine Version. Ich habe nicht gewusst, dass die 5 Minuten geht. Aber egal. Also, Matze Schweizer, unverhofft kommt oft, steht auf dem Podest in Rijeka, weiß aber, dass es andere Verdienter gehabt hätte. Aber da kann ja auch der Matze nichts dafür, gell, Nico, wenn die anderen den Tank einfach nicht hinbekommen. Proteste hat der Nico ja eh schon gelacht drüber. Zweiter Jake Eberhofer, ich glaube, wieder 7 Punkte verloren. Ich glaube, der Alex enteilt jetzt dann. Für Luca und Co. ist es natürlich dann bald gelaufen. Also ich denke, die Entscheidung wird sich bald dann vorzeitig entscheiden um den WM-Titel. Und Alex Huben, Novien, ich sehe aber, die Gesichter sind etwas bedrückt. Also so richtig Freude kommt jetzt nicht auf über den Sieg. Ja, also der Alex also hätte das gerne... Alex hätte das gerne anders gehabt, das Rennen. So, und jetzt kommt die Nationalhymne von Deutschland. Die haben wir ja schon so oft gehört. Ich hätte heute auch mal gern die kroatische gespielt. Ich warte schon lange drauf, wieder war es nichts. Ja, liebe Zuschauer, die deutsche Nationalhymne jetzt für den Sieger Alex Huben und für die Marke BMW. Gibt nur eine Hymne. Ich glaube, das reicht auch vollkommen aus. Ja, Ladies and Gentlemen, the German National Anthem. Bisschen gedämpfte Stimmung. Novien, der Pokal für den Sieger wird vergeben von, was dir ja vorgestellt, die drei Promis in der Vorberichterstattung. Ja, das wird ja erstmal zu einem, wer war das denn nochmal? Ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Also Adele war es auf jeden Fall. Adele war auf Platz 3 gelegt, Harrison Ford war auf 2 und Jens Lehmann vertritt heute den eigentlichen Sieger, Promi, Jens Lehmann übergibt die Trophäe heute mal. Ja gut, also da gibt es auch schönere Anlässe als der heute. Alex Huben nimmt den Pokal entgegen, aber das Gesicht sagt eindeutig, dass er sich auch schon mal mehr gefreut hat über den Rennsieg, aber nicht über den heute. Jake Eberhofer, der kann sich doppelt nicht freuen. Zu einem, dass er hier nicht gewonnen hat und zum anderen, dass es jetzt dann schon über 30 Punkte sind. Das sind schon Hamilton-Rosberg-Verhältnisse 2014, die wir jetzt erleben. Nimmt den Pokal entgegen von Harrison Ford, dessen Neffe Michael Ford ja in der Stocker World Challenge fährt und in der IndyCars. Und Adele gibt Matze Schweizer den Pokal. Und Novien, ich erkenne beim Schweizer doch schon ein Grinsen. Ich glaube, der hat mitgekriegt, was da passiert ist. Auch in Sachen Grand Prix 2, der weiß, den Bergmann ist er erstmal los in Sachen Weltmeisterschaft. Die Frage wird sein, ob noch weitere Wechsel geschehe.
Denn ich habe jetzt gerade auch eine Meldung bekommen, Novien. Wären ja noch den siegreichen Konstrukteur, das ist Kurt Tremel für das Liquid Moly Team. Der kriegt den Pokal überreicht von Tommy Haas. Der war ja auch schon mal in Daytona dabei. Ja, Novin, ich krieg jetzt übrigens noch ein Gerücht hinein, ja, das sich auch beschäftigt mit Matze Schweizer. Der wird aber nicht wechseln, keine Angst. Aber, Novin, und das habe ich gerade reinbekommen, Ferrari erwägt zu versuchen, Michael Beisler schon jetzt zu Ferrari zu holen, um dann auf McLaren zu reagieren. Das ist natürlich interessant. Da werden sie aber beim Gerner noch einmal ein paar Millionen springen lassen müssen, dass er den jetzt gehen lässt. Wie wahrscheinlich das ist, werde mir jetzt noch erfahren, Novien, gell? Das ist gerade reingekommen. Ferrari erwägt, Schmutz jetzt schon rauszuschicken. Und Ich werde Schmutz. es in den 10 bis 15 Minuten bekannt geben. Und Schmutz könnte entweder bei BMW auch landen oder bei GCR. Man muss jetzt abwarten, ob da was dran ist. Aber es gibt hier nochmal eine krasse Veränderung. Also hier wird alles nochmal über den Kopf geschmissen. Eine Woche vorm Saisonauftakt. Wann hat es das in der echten Formel 1 schon mal gegeben? Dass eine Woche vor Saisonauftakt nochmal alles auf den Kopf gestellt wird. Also Saison 5 wird schon zur Saison 4 vordegradiert. Also das habe ich auch noch selten erlebt. Es wird kein Champagner gespritzt, Norbin. Ich sehe, dass die drei einfach die der Champagnerflasche abhauen. Also, zu dem Rennen gibt es, Die glaube ich, lieben nichts sich mehr. gleich selbst. Wie bitte? Die pfeifen sich gleich irgendwo anders in Ruhe hinter. Es gibt Rage, Pfiffe, Pfeifkonzert in Rijeka. Mit dem Sprechchor Boris, Boris. Ja, man hört immer Boris, Boris, Boris. Das ähnelt mich, da muss ich sagen, ähnelt mich das wie Spielberg 2002. 2002. Ja, da sind sie ausgepfiffen worden als Schuhmacher. Da haben die ja damals gesagt, Barrichello. Zu Ja. Recht damals, da konnte ich es auch wirklich nachvollziehen. Das muss ich auch sagen. Also gerne ein freies Konzept. Wie gesagt, an sich, Rennen war gut organisiert, aber ich sag mal, Five-Konzert, ja oder nein, das muss auch nicht sein. Es ist zweideutig. Natürlich kann man bis heute streiten, natürlich, ob BMW natürlich, wie gesagt, das strategisch gut gemacht hat. Man muss dazu sagen, eigentlich bis auf diejenigen, die ausgefallen haben, trotzdem, für mich trotzdem Mann des Rennens sind Boris Slivic und Niklas Luger. Man muss dazu sagen, Und Niklas Luger Birgit war lange Keuser. ja, die drei waren für mich lange in der Spitzengruppe. Selbst meine Wenigkeit war ich echt Ich wollte gerade überrascht. sagen, Novien, willst du dich ausklammern? Du warst auch lang dabei. Wir dürfen dich nicht unter den Teppich kehren, weil du bist da wirklich gut mitgefahren. Also Da habe ich ein gutes Bewerbungsschreiben für Honda gemacht, das kann man sagen. auf jeden Fall. Und es wird ein nicht ein Ruck durch Und hiermit Deutschland. möchte ich auch was bestätigen, Michael. Das habe ich auch in der Vorberichterstattung angekündigt. Nurin Amani wechselt ab der Saison 2 fürs Honda-Team ins Werksteam. Ab Saison 2. Ja, Damit während ist es mein Air auch Factor bestätigt. gerade abgestürzt ist. Aber gut, interessiert auch kein Mensch. Air Factor gerade mal abgeschmiert ist. Haben wir öfters mal, habe ich letztes Nur Mal auch damit du die schon gehört. Bestätigung hast, Michael. Ja, ich tue jetzt das Air Factor mal wieder starten, schnell. Ja, damit Bestätigung habe. Wir haben jetzt einen schwarzen Bildschirm. Das soll aber nicht groß kümmern. Ich denke, wir wechseln gleich mal hier auf den Bildschirm. Wieder in unser Skype-Tasche, dass man es das sieht. Ja, also Novin Amani hat bei Honda unterschrieben. Und wir Die sind jetzt. Vertragsdauer wurde nicht gesagt, das wird dann aber morgen bekannt gegeben in diesem Special. Ja, Wie lange der Vertrag dauert? das sind einige Sachen, die noch bekannt gegeben müssen. Also einige Ungereimtheiten. Und. Ja, Nico, erstmal, wie fandst du das Rennen an sich als Zuschauer? Wollen wir es damit weitermachen? Die drei haben übrigens die Champagnerflasche nicht geöffnet, sind einfach abgehauen.
Jetzt, ich meine, wer will das nach dem Rennen auch noch verdenken? Wir haben jetzt den Meisterschaftsstand, der nicht mehr stimmt, eingeblendet. Nur, aber damit kein schwarzes Bildschirm kommt. Das R-Faktor starte ich nachher nochmal neu. Dann nachher nochmal. Aber jetzt nicht, weil da kommt das Intro, sonst habe ich wieder mit Upload-Probleme. Nico, wie fandest du das Rennen? Es war auf jeden Fall kein schlechtes Rennen. Da habe ich schon schlechtere Rennen gesehen. Rijeka hat sich gefallen. Bewiesen als Strecke. Ja, vielleicht muss man ein bisschen was wieder an den Tanks arbeiten, aber ansonsten. Da kann ja Rijeka nichts dafür. Die Strecke war, ist klasse, die Charakteristik hat mir sehr gefallen. Die Strecke hat wirklich Spaß gemacht zu fahren. Gute Übung, war. Ja, hat mich ein bisschen an Aragon erinnert, nur ohne Berge. Aber war interessant. Hat wirklich Spaß gemacht, dort auch zu fahren. Also war eine interessante Erfahrung und ich freue mich auf die nächste Saison. Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Fax bekommen, Michael. Ich will noch kurz sagen, geht zu den Tanks, da kann der Autotrovo Kropnik auch nichts dafür, wenn Chevy und Citroën keine Tanks bauen können. Also, das kam jetzt auch falsch drüber. Ich habe noch eine Meldung, Michael, bezüglich Autotrovo Kropnik. Der Veranstalter hat zitiert: Wir bedanken uns erstmal trotzdem für den Besuch und wollen versuchen, die nächste Saison ohne die Reifenstapel in der Box zu hantieren. Ja, die Reifenstapel in der Box. Also der Vertrag wird auf 3 weitere Saisons ausgedehnt. Dafür, jetzt kommt aber das dafür, Michael, das wird dann, der Kubica-Circuit dann etwas nach vorne rücken. Das wird nicht mehr Richtung Ende der Saison kommen, sondern so zwischen Mitte und, also Mitte der Saison kommen. Ja. Sind die verlangen, am Überlegen, also im Tausch mit Rijeka. Ja, Rijeka dann so gegen Ende der Saison, ja, richtig. Weil das halt ein Spannungsmoment war. Soll ja auch noch das Rennen in Sion, soll ja auch ein ITCC-Rennen bekommen. Sion, das Schweiz-Rennen. Ray ja, angeblich habe ich sogar gehört, vielleicht in der dritten Saison, Autodromo Hermanos Rodriguez. Ja, aber das ist noch ein bisschen weit hergeholt. Möchte aber die sind in Gesprächen für die dritte Saison, das kann man bestätigen. Die sind in Verhandlungen? Auf jeden Fall, ja, das kann man soweit bestätigen. Upsala. Ich möchte eure Einschätzung wissen. Nico zuerst, bitte. Was für ein. Ich habe jetzt gerade echt nicht zugehört. Du müsstest mir die Frage nochmal direkter stellen. Über eine Möglichkeit der ITCC auf dem Autodrom Hermanos Rodriguez. Warum nicht? Deine Einschätzung, Michael? Muss man mal schauen. Ich habe nicht mehr so viel Platz auf der Partition, um auf eine Rennstrecke reinzuladen. Ich werde mir es mal durchgucken. Ich habe ja noch so eine Rennstreckeliste von dir im E-Mail-Kasten. Ich werde mir das mal angucken, dann alles. Und ja, was gibt's dazu zu sagen? Ich habe längst die Übertragung. Ja, mit einmal Abbruch des Streams und das R-Faktor ist abgeschürzt. Das werde ich aber nachher gleich nochmal neu starten, das R-Faktor. Wie gesagt, ich weise darauf hin, morgen gibt es ein Grand Prix 2 Sonderspecial. Und ich habe jetzt eine Einmeldung bekommen. Also jetzt überschlage sich heute die Ereignisse. Novien, Daniel Schmutz hat das Rennen angeschaut. Daniel Schmutz hat das Rennen angeschaut und Nico Novien, Daniel Schmutz hat um seine Vertragsauflösung bei Ferrari gebeten und zwar mit sofortiger Wirkung, denn er fühlt sich, Begründung Daniel Schmutz, offiziell von seinem Management bestätigt worden, er fühlt sich von Ferrari absolut hintergangen. Verarscht. Das darf man so im Fernsehen nicht sagen, Novien. Dass man. Ist doch beim ZDF! Darfst du das noch nicht sagen? Ist doch beim ZDF! Einige waren uns halt drauf, dass er sich verarscht fühlt von Ferrari. Und zwar mit den Worten: Ich habe doch eh das. Daniel Schmutz wörtlich in seinem Presseschreiben. Ich habe sowieso das Gefühl, dass man den Michael Beißler sowieso schon lieber haben möchte als mich. Daher mache ich den Weg frei und werde ihm die Möglichkeit geben, mit sofortiger Wirkung dieses Cockpit zu übernehmen. Die Zukunft von Daniel Schmutz ist offen. Ob wir ihn überhaupt sehen werden, es kann. Möglichkeiten, entweder gerne Champ Racing oder ein
Sabbatjahr in Anführungsstrichen. Genau, und er hat so dann für Saison 6 zu Mercedes zu gehen. McLaren Saison ist keine. McLaren ist kein, ja, Saison 5, genau. Wir sind zwar jetzt wieder weit voraus, aber. Ja, genau. Ja, das macht nichts, weil die McLaren und BMW wäre eigentlich erst für Saison 5 gewesen. Hat sie jetzt alles doch kurzfristig ergeben. Stimmt, Daniel Schmutz hat nur zwei Möglichkeiten. McLaren hat ihn abgelehnt. Da wird es keine Chance geben. Ron Dennis will morgen bekannt geben, wer das Cockpit bekommt von Bergmann. Ich habe da schon eine Vorahnung, wer es sein könnte. Ich werde aber nichts dazu sagen. Und. Na, so ein Wunder. Ja, vielleicht weiß ich schon etwas. Ich weiß es ja nicht. Christian Schwald hat ebenfalls abgelehnt. Christian Schwald ist aus der Nummer raus. Daniel Schmutz wurde von McLaren abgelehnt. Eben, Gernot Champ Racing oder ein Jahr Pause. Wir werden das sehen. Das werden wir dann morgen in dem Special klären. Auch die Frage, ob Michael Beißler jetzt zu Ferrari dann doch geht, vorzeitig oder nicht, wird sich heute auch nicht mehr entscheiden. Ja, wie gesagt, morgen ein Grand Prix 2 Special. Was hat er mir da für ein schönes Bild geschickt, der Novien? Ach, das kenne ich, da habe ich doch erst letztens das Video angeschaut, wo Jenson Button in Bathurst gefahren ist. Das ist aber ein schönes Bild. Das ist auch mal ein geiles Bild, ja, das ist fast so ein Posterbild. Aber das Video kenne ich, der ist da einmal das Formel 1 Auto gefahren und den V8 Supercar. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal Formel 1 Auto in echt in Bathurst gewesen, wegen dem Hauptsponsor. Genau, Vodafone ist ja seit Jahren auch in Australien sehr bekannt und ja... Ich möchte mich erstmal trotz alledem bedanken für euer langes Durchhalten. Das muss man auch wirklich sagen, im Namen der Zuschauer auch. Ich hoffe, es hat euch trotz alledem gefallen. Vielleicht, votet auch mal gerne für das beste Rennen des Jahres. Meins persönlich ist Spa und Rijeka heute, muss ich sagen. Rijeka hat alles geboten. Ist das dein Helm, Nico? Ah, nee. Also, Nico, das könnte dein Helm sein, nur ohne diesen komischen Schriftzug namens Lewis. Das ist mein Renningenieur, Mensch. Ach so, okay. Seit Jahren. Schon seit Jahren. Der kann nur seinen Namen sich auch nicht aussuchen. Ja, okay, das sieht schön aus. Aber der sieht gut aus. Das passt auch zu dir, Nico. Ich glaube, ich habe dir einen blauen Helm auch verpasst, glaube ich, in Grand Prix 2. Werde jetzt nachher eh den Editor bemühen müssen mit den ganzen neuen Änderungen, dass er wieder reinlade. Deswegen gibt es morgen das Special. Ja, liebe Zuschauer, das war's dann von der Übertragung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich werde das jetzt in zwei Teile hochladen müssen, genau, weil das ja Mitte drin aus unerklärlichen Gründen abgebrochen ist. Entweder bin ich Dussel draufgekommen oder das Ding hat von selbst schon mal abgebrochen. Deswegen werden wir... Vielen Morgen Dank auch an unsere Interviewgäste, an Nico. Vielen Dank erstmal für deine Expertenmeinung. Bist gerne wieder herzlich dabei und eingeladen. Auch danke auch an Johannes, dass er dabei war. Und ja, das war's. Mehr gibt's nicht dazu zu sagen. Autodrom Rijeka, der verrückteste Grand Prix bis jetzt in der ITCC-Geschichte, kann man so sagen, neben Bathurst. Auf jeden Fall. Das hat Bathurst getoppt. Ich glaube, in 2 Wochen geht es weiter. Richtig? In 14 Tagen geht es dann auf dem Sofia International Circuit, in Sofia International Raceway heißt er, glaube ich. In Bulgarien. Ich habe es doch hier im Rennkalender, muss es nur ablesen. Sofia International Raceway, meine Güte. Also das Rennen ist auch so verrückt. Und genau. Wieder eine schöne Strecke. Hoffentlich dann mit vielen, vielen Teilnehmern, die das Ziel erreichen und hoffentlich dann weniger mit wenig Bugs. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Hoffentlich bleiben Sie uns treu. Morgen das angekündigte Grand Prix 2 Sondersendung. Ja, ein ARD-Brennpunkt zu den Ereignissen Grand Prix 2, denn es ist jetzt noch einiges passiert. Es wird über die Nacht noch einiges passieren. Bergmann wechselt zu BMW, Schmutz hat seinen Vertrag sofort aufgelöst. Es passiert jetzt einiges. Ich höre gerade von Daniel Schmutz gerade. Ich habe eine Meldung bekommen. Hashtag Sabbatjahr, Beißler. Er hat bestätigt. Okay. Also Daniel Schmutz hat sogar die Schnauze ganz voll.
Also, das sei ihm ja nicht verübelt, dass der Daniel Schmutz die Schnauze voll hat. Das kann ich verstehen. Also, es gibt Deswegen. einige Fragen jetzt zu klären, wie und was. Also, auch bei Ferrari wird einer die Chance bekommen. Besser gesagt, bei Ferrari wird es dann wohl der Beißler werden. Bei GCR 30 wird er. Millionen Abfindung muss er zahlen. Hätte das nicht mal 2 Monate früher sagen können mit dem Ferrari, dann hätte ich den genommen. Ja, Nico war auch im Da Gespräch. Ich war glaube, ich, ja, natürlich, da klar, war ich das ist. sofort in meinem Nico war auch im Gespräch, ja klar, das ist mir nicht unbekannt, dass Nico da auch geliebäugelt hatte. Aber gut, Daniel Schmutz hat es nun mal bestätigt, er wird nicht an dieser Meisterschaft teilnehmen, obwohl er die Chance gehabt hätte, Rennen zu gewinnen. So ist es nun mal im Motorsport, gell? Es geht ganz schnell. Nico hat es gerade schon geschrieben, wir sehen das Skype-Fenster noch in dem Stream, noch die restlichen Minuten. Gilbert Grün kann auch den Titel holen. Ja, jetzt erst recht, nachdem McLaren sich dann ein bisschen verabschiedet hat jetzt, durch den Motorenwechsel, ist das durchaus eine Option, die passieren kann jetzt. Johannes hat es dann auch aufgefasst. Nein, Schmutz fährt nicht in der SWC, also er ist schon mal ein Rennen dort gefahren, wird aber nicht antreten, STM auch nicht. Ja, man wird sehen, Indica auch nicht. Nee, Daniel Schmutz macht jetzt tatsächlich ein Jahr den Zuschauer. Haben andere auch schon gemacht, ich sage mal Alain Prost. Wir können ja tauschen, er fährt meinen Ja, mit diesen Worten gehen wir jetzt Also zu den Tagesthemen. Nico Zu den streut noch Tages. ein paar Gerüchte, damit Ja. er auch noch im Gespräch bleibt. Aber Nico, du bist ja sicher dabei. Also Und jetzt Nico. schalten wir kurz mal nach Köln zu Frank Plasberg und er hat heute die Themen bezüglich morgen Grand Prix 2 Special ein bisschen vorbereitet und dann gibt es gleich dann die Tagesthemen mit Thomas Roth Aber es ist erst und danach. Montag, ja, hart aber fair kommt erst am Mittwoch, Novien. Hart Ja, aber ich fair, wollte es. heute mit Matze Schweizer, Rocky Bergmann, Nico Czubicki, Novien Amani und Daniel Schmutz. Heute das Thema Transfer in Grand Prix 2. Was ist hier passiert? Genau, das ist eine super Überleitung, Weißer, kann man so sagen. Oder mein Betreiber, warum macht Daniel Schmutz ein Sabbatjahr? Heute Thema bei Anne Will. Daniel Schmutz und das Sabbat, ja. Jetzt wird der Daniel Schmutz noch Ja. bekannt, weil wir. War heute Thema bei Markus Lanz. Warum macht er ein Sabbatjahr? Und was soll dieses Grünchen? Also, Nico hat schon gesagt, wenn er kein Cockpit mehr hat, dann macht er noch das Dschungelcamp. Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Das wirst du jetzt sogar gerade Er wird pünktlich jetzt angucken können. kurzfristig Moderator für Exklusiv Weekend. So, jetzt habe ich es gesagt. So, Ja. ja, mit diesen Worten gehen wir in die Nachtpause. Wir wünschen euch noch einen guten Abend und wie jetzt Armin Wolf sagen würde, das war's von den Zusehern auf Dreisat. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch. Aus Rijeka. Und jetzt kreuz und quer mit Michael Beusler. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis morgen. Top Gear Germany, das wäre doch mal geil, ja. Top Gear Germany mit der Stick, oder die Autos bis ans Limit fährt. Ja, danke dir, Novin, danke, Nico, für deinen Besuch im Studio. Also, Nico, der kann sich entspannt zurücklehnen, wenn das hier so weitergeht, dann wird Coca-Cola Ford. Stick erst bei. Alter Nico, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wie Fahrzeugbeherrschung habe ich nicht bewiesen. Ich glaube, da wäre der Bergmann besser geeignet. Rocky Bergman, aber jetzt fangen wir schon wieder so an. Schmutz. Daniel Schmutz macht einen Sabbat, ja, der kann sich als Dick verkleiden, ja. Wenn er schon keinen. Naja, egal, jetzt wird's dann langsam auch. Das war's aus Rijeka. Danke an Novien Damani, danke an Nico Czewicki und auch an Johannes Mehles. Und morgen Grand Prix 2 Special. Wir werden es dann aufarbeiten, was in Rijeka und die Nacht hinweg passiert ist. Und dann sage ich schon mal, keep racing, auf Wiederlorge und bis nächste Woche zum Grand Prix 2 Auftakt, der dann doch etwas anders verlaufen wird, als wir es gedacht haben. Und bis in 2 Wochen bei der ITCC aus Bulgarien. Auf Wiederlorge, keep racing. Und schönen Abend noch. Ja, bis morgen zum Grand Prix 2 Special.
Auf Wiederschauen und bis morgen. Schlafen Sie gut.